Großer Bahnhof in Heckfeld im Main-Tauber-Kreis. Der Stadtteil von Lauterkönigshofen wurde vom baden-württembergischen Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz ausgewählt und gehört jetzt zum Modellprojekt MELAB Plus. Das Förderprogramm soll helfen, alten Ortskernen neue Lebensqualität zu geben. Grund genug für Minister Alexander Bonde, sich persönlich über die Erfolge in Heckfeld zu informieren. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier bei Ihnen in Heckfeld die Projekte, die wir hier über das Programm MELAB Plus mit unterstützen konnten, als Land auch mal persönlich kennenzulernen und auch einen Eindruck zu bekommen zum Stand, den MELAB Plus hier bei Ihnen hat. Das Förderprogramm MELAB Plus ist für Heckfeld eine historische Chance. Die Ortschaft im Taubertal zählt nicht mal 500 Einwohner und kennt die typischen Probleme des ländlichen Raums. Der Ortskern ist extrem dicht bebaut. Mit MELAB Plus konnten beispielsweise enge Grenzverläufe zwischen Grundstücken neu geordnet werden. So ist es jetzt möglich, neue Gärten anzulegen. Mit MELAB Plus soll in Heckfeld auch dem demografischen Wandel entgegengesteuert werden. Durch die Fördermaßnahmen ist die Ortschaft für Jung und Alt attraktiver geworden. Entscheidend für den Erfolg war die frühe Einbindung der Bürger, denn MELAB Plus bietet finanzielle Unterstützung bei kommunalen und privaten Baumaßnahmen. Wir haben Bürgerversammlungen durchgeführt, wir haben über die Chancen und Möglichkeiten informiert und natürlich haben wir natürlich auch eine gute Förderquote, das muss man auch sagen. Und das hat, denke ich, bei der Bürgerschaft dann auch dazu geführt, dass viele sich gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir haben auch ganz bewusst ein bisschen, ich will mal so Spannung auch und Wettbewerb auch in die ganze Situation hineingebracht. Denn Sie kennen ja die Fördermühle, das ist diese schöne Grafik, die das Büro Klärle entwickelt hat. Und da können wir den Bürgern jeden Tag zeigen, so und so viel Geld ist gebunden, so und so viel ist noch da. Und das veranlasst die Leute dann natürlich auch darüber nachzudenken, ja, was kann ich mit meinem Gebäude noch anstellen? Steht da was an? Kann man das nicht sogar unter Umständen vorziehen? Die Erfolge in Heckfeld sprechen für sich. Im Ortskern sind neue Freiräume entstanden, alte Gebäude wurden saniert oder Gebäude mit schlechter Bausubstanz wurden abgerissen, um Familien mehr Freiraum im Außenbereich zu bieten. Gemeinsam mit den Bürgern haben die Stadtverwaltung und die Klärle GmbH einen Masterplan ausgearbeitet. Darin wurden die Ideen zur Weiterentwicklung von Heckfeld festgehalten und Lösungsvorschläge entwickelt. Es sind Unmengen an Gesprächen notwendig. Es reicht nicht, eine Planung vorzulegen. Der Plan muss in die Köpfe rein, muss die Menschen verzaubern. Und wenn es dann gelungen ist in einem Gespräch, dass dann die Hauseigentümer schon anfangen zu überlegen, welche Farbe die Vorhänge haben oder ob sie überhaupt Vorhänge brauchen, dann ist es gelungen, dann hat man es erreicht, dass die Bürger sich damit identifizieren, dass man zum Beispiel auch eine alte Scheune oder einen alten Stall, einen Kuhstall umbauen kann. Und das hat einen weit besseren Charakter wie jedes neue Haus in einer Neubausiedlung. In Heckfeld sind viele der gemeinsam entwickelten Ideen schon Realität geworden, wie beispielsweise bei Familie Nitsch. Vor MELAB Plus gab es für die beiden Kinder keine Möglichkeit, vor dem Haus zu spielen. Erst der Abbruch zweier Scheunen schaffte Platz. Jetzt entsteht Spiel und Freifläche für die junge Familie. Die Vorfreude ist riesig, klar. Wenn dann endlich mal hier der Rasen ist und meine Kinder sich hier austoben können und wir hier sitzen und einfach den Abend genießen oder den Tag genießen, der da noch ist, ja, riesengroß. In Heckfeld ist es sogar gelungen, junge Bürger, die schon weggezogen waren, wieder zurückzugewinnen. Dafür braucht man allerdings attraktiven Wohnraum. MELAB Plus bietet hier Unterstützung, wie beispielsweise bei der Modernisierung einer Dachgeschosswohnung. Durch die breite Bürgerbeteiligung mit vielen Einzelgesprächen und dem Planungsprozess ist es dank MELAB Plus gelungen, den Ort für alle Generationen lebenswerter zu gestalten. So gelingt es, dem demografischen Wandel Paroli zu bieten. An jeder Ecke, an jedem Pol wurde noch mal gearbeitet und geschaut, was man denn noch machen kann, dass das Ort noch lebhafter wird und einfach wirklich aktiv bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig bei einer Gemeinde bei uns mit um die 500 Einwohnern. Und das finde ich ganz toll, dass diese Entscheidung auf MELAB gefallen ist. Und ich hoffe und wünsche mir, dass noch mehr MELAB kommt, dass die Jugend auch hier zusammen bleibt und dass wir ein richtiges, lebhaftes Dorf weiterhin bleiben. Der Zusammenhalt und das bürgerschaftliche Engagement wird in Heckfeld besonders gut in der Ortsmitte deutlich.
Ein attraktiver Kommunikationsplatz für Jung und Alt konnte hier gemeinsam gestaltet werden. Der Kommunikationsplatz ist jetzt gerade ganz neu. Spielgeräte sind natürlich für die Kinder toll, aber auch für alle anderen. Das haben alle mit angepackt, haben das gemeinsam aufgebaut und das hat in Heckfeld, in Melap-Heckfeld nochmal einen Ruck gegeben. Und darauf ist man jetzt stolz, dass man es geschafft hat, diesen Kommunikationsplatz mit viel Eigenengagement hinzubekommen. Vom neuen Kommunikationsplatz profitieren auch die Gäste des Irma-Volkert-Hauses, der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis. In dem Freizeitheim finden Menschen mit Behinderung Erholung. Und durch die finanzielle Unterstützung von Melap hat die Lebenshilfe jetzt auch die Möglichkeit, eine leerstehende landwirtschaftliche Hofstelle umzubauen. Hier entsteht eine neue Begegnungsstätte. Ohne dieses Melap-Programm wäre dieses ganze Projekt für uns nicht zu stemmen gewesen. Deswegen halte ich es für ein ausgesprochen gutes Programm. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, auch für den ländlichen Raum, dass dieses Programm fortgeführt wird. Es ist meines Erachtens im hohen Maße hilfreich. Ja, ich möchte sagen, segensreich. Die Heckfelder haben jetzt schon allen Grund zum Feiern. Das vielseitige bürgerschaftliche Engagement überzeugt auch den Minister. Ich glaube, das wirklich Spannende ist, dass hier ein ganzer Ort dieses Projekt mitlebt und hier wirklich so eine Vielfalt an Projekten stattfindet. Und man sieht, es ist eben nicht nur ein Einzelprojekt, sondern ein Projekt, was hier eine ganze Dorfgemeinschaft trägt und wo hier eine ganze Dorfgemeinschaft aktiv die Chance sucht, mit der Innenentwicklung ihren Ort voranzubringen. Mit Mela Plus machen die Heckfelder ihre Ortschaft fit für die Zukunft. Beispielhaft für das ganze Land. Ganz nach dem Slogan: Wir sind Heckfeld, wir sind Melap.